Gwenny? Gwenny! Ich wusste, dass du wieder vernünftig wirst. Hallo, Richard. Ich weiß, unsere Beziehung schreit nach chirurgischen Korrekturmaßnahmen. Aber gerade jetzt bereite ich mich auf den größten Augenblick in unserer beider Leben vor. Zuerst habe ich eine schriftliche Prüfung und dann ein Vorstellungsgespräch mit 5 Ehemaligen der Northwestern-Uni. Allesamt Ärzte. Deshalb bin ich doch gekommen. Ich mixe dir deinen Kraftdrink. Das wäre spitze, Gwenny. Ich warte unten auf dich. Aber beeil dich, in 30 Minuten muss ich auf der anderen Seite des Campus sein. Du siehst umwerfend aus. Northwestern, scheiße, ich bin drin. Das Wort trifft es genau. Oh, Gwenny, danke. Viel Glück, Schätzchen. Du hast es verdient. Ja. Das ist allerdings wahr. Wirklich, Richard! Gerade habe ich von Ihnen gesprochen. Hey, Überraschung, ich bin im Prüfungsausschuss Ihres Tests. Hey, kommen Sie, ich möchte, dass Sie Ihre zukünftigen Kollegen kennenlernen. Nein, kommen Sie, das trifft sich doch äußerst günstig. Da ist Richard. Er hat seinen schriftlichen Test in gerade mal 20 Minuten fertiggestellt. Ein Überflieger. Richard, darf ich vorstellen, das ist Dr. Stern. Dr. Fein? Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Beck. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Dr. Brown? Diese mündlichen Tests sind eigentlich eine reine Formalität. Wir möchten Sie einfach ein wenig kennenlernen. Und Dr. Smelnick. Richard, möchten Sie uns etwas sagen? Sie machen den Eindruck, als wollten Sie was loswerden. Ja, ich... Großer Gott! Mein Arsch brennt! Ich blute! Oh mein Gott, das ist ja widerlich.